Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Legend of Fargale. So, wir hatten einen Maskenträger getötet. Wir suchen eine Maske. Und ja, die Helden haben noch mal eine Runde geschlafen. Es hat hoffentlich keiner nach links gelinst. Seid ehrlich? Ah, Mutikanus guckt so schuldig. Na gut, wir schauen jetzt selbst mal nach links. Und? Spannung steigt. Eine Maske. Hier liegen die verkohlten Überreste des Elfenherrschers. Die Maske glüht aus einem inneren Feuer heraus. So, und der alte Mann, den wir mal am Orakel getroffen hatten, der hat gesagt, dass wir die Maske nicht anfassen sollen, dass wir die in den Beutel packen sollen. Und können wir die jetzt überhaupt mitnehmen? Aber wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, sie zu nehmen. Sonst hätte ich jetzt mal geguckt, was dann für ein alternatives Ende passiert. Aber die Option haben wir nicht. Also machen wir Objekt benutzen und das Beutelchen müsste bei Julia sein. Genau, Lederbeutel. Ihr wickelt die Maske in den Lederbeutel. Ihr findet etwas Besonderes, Totenmaske. Okay, das ist dann die. Haben wir den Beutel jetzt noch? Oder wurde jetzt der Beutel zur Totenmaske, weil die Maske drin ist? Das schauen wir mal kurz. Aber das fühlt sich richtig ordentlich nach Progress an. Ihr Lederbeutel haben wir noch. Und wir haben jetzt die Totenmaske. Na gut. Wie auch immer. Dann nochmal Karte gucken. Dann schauen wir hier noch. Da sind noch Türen. Okay. Ja, wieder Spielzeug. Wir sind kein Spielzeug. Auch wenn Flauschi aussieht wie ein Teddybär. Ja, das Gold muss hier bleiben. So leid es mir tut. Bah, wie kann man so viel Gold. Nicht drüber nachdenken, wieso ist unsere Stimmung jetzt befriedigend, weil wir das ganze Gold dagelassen hatten? Oder was hat euch jetzt die Stimmung verhagelt? Ihr habt doch gerade erst geschlafen. Jungs, jetzt werdet nicht seltsam. Bekanntes Schriftstück geht an Flausch. Ist es was zum Lesen? Herr der Rinde wieder. Also nein. Die Entwickler waren scheinbar Herr der Ringe-Fans. Bekanntes Schriftstück. Eine Schriftrolle, die er nicht ausrüsten kann. Was ist das dann? Bei dem ganzen Lesekram, da Inforolle. Zum ersten Mal, dass er eine Schriftrolle nicht benutzen kann, dann ist es auf jeden Fall irgendein Zauber. Muss man beim Schmied mal gucken. Der sagt er mir immer, wenn man es verkaufen möchte, was es denn wirklich ist. Okay, dann haben wir jetzt nur diese eine Tür hier hinten. Da müssen wir jetzt nochmal alle Schlüssel versuchen. Ich hatte nur. Den Glasschlüssel, glaube ich, benutzt. Hatten wir sonst noch irgendwo eine Tür? Das hier sieht so unsymmetrisch aus.
Aber hier ist auch nicht symmetrisch. Okay, dann nochmal zurück Richtung Westen. Westen. Und ein bisschen Süden und ein bisschen Westen. Hallo, Miezetatzen, wir haben jetzt gerade keine Zeit für euch. Wir sind in einer wichtigen Mission unterwegs. Genau, da war die Tür. Julia. So, du hast die Totenmaske. Glasschlüssel hatten wir, glaube ich, schon benutzt. Was war eigentlich mit dem Lichtschlüssel? Ah, okay, der ist es. Dann hatten wir unten nur die Elementarschlüssel benutzt, oder? Egal, Hauptsache es hat funktioniert. Oh, eine schwarze Flamme züngelt empor. Okay, wir hatten gelesen, dass man schwarze Flamme nicht mit normalem Wasser löschen kann, sondern mit geweihtem Wasser, also Weihwasser. Wir haben einige Tränke gefunden, die irgendwas sein können. Wir haben aber auch den Hinweis, dass der Schlüssel zum Herrscher liegt dort, wo seine Bücher sind, im Süden nach einer Geheimwand gucken. Und hier oben war keine Bibliothek, aber unten war eine. Dann gehen wir nochmal zurück. Hier schauen wir nochmal. War da auch eine Tür? Ich weiß es nicht. Wir biegen da mal ab. So, gehen nochmal. Ja, so eine komische Statue. Jetzt bin ich. Ich depp. Ich bin genau wieder dahin gelaufen, wo ich war. Ich mag mich trotzdem. Hä, drehen die Statuen ein? So. Nee, Osten. Stimmt, da war auch so eine Tür. Damals auf eine verschlossene Tür. Hatten wir dort schon den Glasschlüssel? Der geht nicht. Wieder den Lichtschlüssel. Ring Licht? Nein. Ja gut, vielleicht kriegen wir nach der Flamme irgendwie einen Schlüssel und kommen dann da rein. Habe ich im Hinterkopf. Dann müssen wir jetzt nochmal Norden. Und dann dahin zur Treppe. Und dann bräuchten wir langsam auch wieder ein neues Lichtlein. Noch nicht ganz. Norden. Zack. Zack. Runter da. So, dann Bücher, Süden, Geheimwand. Gucken. Ach so, ja, Karte. Flausch. Wir brauchen deine magische Karte. So, die Bücherregale waren auf jeden Fall hier. Da ist ein unaufgedecktes Kästchen. Warum das?
Wir gehen einfach gucken. Also rechts ums Eck und dann links. Aber wir machen auch noch mal Licht an. Die Laterne hatten wir keinen Sprit mehr. Dann machen wir eine altmodische Fackel. Hä? Okay, falsche Richtung. So kann das nichts werden. Mit dem rechts ums Eck. Genau durch die Tür und dann die nächste links. Ich muss. So. Flausch. Klicki-di-klick. Tür auf. Und dann ist da eine Geheimwand. Was hatten wir hier mal gefunden? Hier waren wir. Wir sind halt jetzt südlich von der Bibliothek. Hatten wir dort vielleicht den Hinweis gefunden mit dem Weihwasser? Das könnte sein. Weihwasser. Vielleicht ist auch einer unserer Tränke, den wir jetzt eingesammelt haben, eigentlich ein Weihwasser? Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten weiß ich nicht. Wir haben halt auf jeden Fall, in dem Aloschen Vulkan waren wir noch nicht drin, aber das fühlt sich halt so richtig nach Endgame dann an, dass dort der Drache, es war ja auch im Intro, der Drache mit Lavawelt und so weiter. Denke ich mal, das ist später. Dann hätten wir noch dieses fast komplett verfallene Schloss, wo wir noch nicht waren, und wir waren in dem Tempel der Drachendiener noch nicht. So, ein Tempel, heilige Stätte, da können zwei Wasser geben. Wir machen das jetzt so. Ich schicke euch eine 3-Sekunden-Pause, geh mal Taschen ausleeren, reparieren. Schau mal, was die Tränke sind, die wir jetzt gefunden haben, ob dort irgendwie was Weihwassermäßiges dabei ist. Und je nachdem sehen wir uns dann beim Tempel der Drachendiener oder wieder hier. Daumen drücken, bitte. So, da bin ich wieder. Wir sind wieder zurück in der Elfenpyramide. Ich habe noch diverse Sachen gelernt. Ich war zurück ins Dorf und habe dort gelernt, dass, ich glaube, von Flausch, dieser Stab, der furcht, der war ja, auf 0%. Und dann wollte ich den mit Shadow reparieren. Er meinte dann ja, nee, kann ich nichts machen. Und dann hatte ich dann die Hoffnung auf den Schmied in der Stadt. Und der hat gemeint, ja, toll, magisches Ding und so, kann ich euch aber nicht helfen. Und dann habe ich dann die magischen Stäbe, die die Herrschaften hinten getragen hatten, wieder ausgezogen, weil ich nicht weiß, ob wir die Zauber von denen irgendwann brauchen oder die Stäbe an sich irgendwo brauchen, was Questgegenstände sind. Die tragen jetzt wieder alle normale Kampfstäbe, aber ja, das ist jetzt nicht weltentscheidend. Dann ist Multicanus jetzt Level 6 schon. CS braucht auch nicht mehr so viel. Julia hat endlich Level 5 geschafft. Supi. Sie kann jetzt auch nicht zaubern. Schaka. Und ja, dann habe ich dann unsere Tränke mal noch beim Schmied nachgefragt, was wir da so haben. Ich glaube, wir haben auch wirkliches Gift, wir haben Gift heilen, wir haben Heiltränke, aber wir haben auch zweimal Weihwasser in der Tasche gehabt. Das habe ich Shadow in die Tasche gepackt, damit wir wissen, was ist. Das mit den Tränken ist schon, ja, dass man da nicht sieht, was es wirklich ist. Oder ich nicht verstanden habe, wie man sieht, was es wirklich ist, außer wenn man beim Schmied steht. Ja, ist mal eine andere Sache. So, wir sind wieder in dem Gang, wo die schwarze Flamme war. Die Tür habe ich schon aufgesperrt. Genau, eine schwarze Flamme züngelt empor. Und wir wissen, dass wir die mit Weihwasser löschen können. Also machen wir mal Objekt benutzen, Shadow. Der hat zwei Tränke, die beide Weihwasser sein müssten. Na gut, da ist ein X davor, dass wir das nicht benutzen können. Also anlegen kann.
Ist die Flamme jetzt weg? Nee, sie nicht. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Dann packen wir die mal bei David in die Tasche. David, kannst du damit was anfangen? Ich weiß auch nicht mehr, wo wir die Tränke her hatten. Ich war einfach glücklich, dass wir Weinwasser haben. Genau so weiß man nicht. So, David ist bei dir da auch ein X. War bei Julia da ein X vor? Gib's mal Julia. Wird dann der letzte Trank in ihrem Inventar sein? Julia? Ja, bei ihr ist kein X davor. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal, ob sie das benutzen kann und ob uns das wirklich weiterhilft. Daumen drücken, ganz feste. Trank. Die Flamme erstirbt. Okay, Wusa haben wir geschafft. Weiter geht's. Spiel überlegt. Wieder so ein Elementar. Ein Elementarwächter erscheint und stellt euch eine Frage. 12 Kinder gingen vorne weg und 12 gingen hinterher. Doch als ich sie alle zählte, waren es nur 12. Okay. In welcher Formation gingen die Kinder? Vorne 12, hinten 12, insgesamt 12. Ja, es kann keine Linie sein, dann wird es wohl ein Kreis sein. Dann hat man 12 Hintermänner, 12 Vordermänner und sind trotzdem 12. Schaka, das war richtig. Oh, noch eine Flamme. Also ein Weihwasser haben wir. Noch mehr nicht mehr. Vor allem, da ich nicht weiß, wo wir die her haben. Grundsätzlich kann man hier jedes Item unendlich haben, weil jeder Dungeon komplett resettet wird. Aber ich weiß nicht, wo wir das Zeugs her hatten. Von daher wird mir das nicht helfen. Machen wir mal Objekt benutzen. Den letzten Trank. Die Flamme erstirbt. Okay. Loot. Looty Loot. Und das Spiel überlegt irgendwas. Okay, das scheint der Chefelf zu sein. Alter König sitzt auf seinem Thron und spricht zu euch. Ich sehe, ihr habt den Weg zu mir gefunden. Damit ist es mir endlich möglich geworden, zurückzukehren und meinen bösen Widersacher die Stirn zu bieten. Ich sehe, ihr tragt das Amulett von Khazad Maran. Ach, das. Okay, dann macht das auch Sinn, dass wir das Amulett in den Minen benutzen konnten. Das ist ein Zwergenamulett. War das ein Zwerg, der uns das zugesteckt hatte? Ich weiß es nicht mehr. Aber okay, von Khazad Maran. Khazad Maran ist diese Zwergenmine. Es ist der Schlüssel zur Tiefe der Zwergenstollen. Doch bevor ihr es gebrauchen könnt, müsst ihr einem Wächter ein Rätsel lösen. Ich darf euch nicht die Lösung nennen, doch denkt an die Arbeit des Landmannes. Okay, ich glaube, wir waren da schon unserer Zeit voraus. Wir haben das Amulett bereits benutzt, um diese Tür zu öffnen, durch die wir auch wieder nach oben gekommen sind. Aber wir wären doch anders gar nicht mehr dahin gekommen. Vielleicht haben wir da irgendwie was in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ja, okay, Landmann, das war dann der Hinweis auf das Rätsel mit dem Pflug, mit dem Kaiser und den Schwertern. Wobei der Kaiser in meinem Kopf immer noch keinen Sinn macht. Egal. Für die weitere Erfüllung eurer Aufgabe werdet ihr dies gut gebrauchen können. Ergebt euch einen Bogen. Okay, wir brauchen. Das wurde doch auch gesagt, dass wir
Wie war das nochmal? Wir brauchen irgendwie ein Drachenschwert, Axt und Bogen. Bei dem Schwert denke ich mal, dass es eventuell Excalibur war, weil da irgendwas von Stein gesagt wurde. Dann haben wir jetzt auch den Bogen, hoffe ich mal, denke ich mal. Und dann fehlt uns noch eine Axt. Ihr findet eine Schusswaffe, Elfenbogen. Gibt den mal Julia. Okay, das fühlt sich jetzt erstmal nach richtig viel Progress an. Was gibt's noch in den Kisten? Also ist der Elfenkönig jetzt irgendwie geheilt, weil wir diese Maske weggenommen haben? Aber eigentlich sind die ja alle ziemlich im Durchdrehen. Der Loot war bisher unterirdisch. Wow. Fünf, Aurel. Nochmal fünf. Wow. Danke, Herr König, aber ja. Wieso? Die Stimmung ist irgendwie wieder. Wir haben erst einen Tag geschlafen, Leute. Ja, die Kisten sind wieder da, weil ich draußen war. Was machen wir jetzt nächstes? Also, er hat uns jetzt eigentlich wieder auf die Minen hingewiesen. Hat uns Dinge erzählt, die wir schon wussten. Also, wir hatten ja hier im Schloss irgendwo diese Krallenspuren von Drachen und wir hatten ja auch diese Dragonetten gefunden. Vielleicht haben die Elfen was mit den Dienern vom Drachentempel zu tun. Weil dieses andere Schloss, da dachte ich zuerst, dass das fast verfallene Schloss vielleicht das Elfenschloss ist, aber das hier war das Elfenschloss. Also gehen wir zuerst mal zu den Dienern des Drachen. Klingt das nach einem Plan? Wir uns gerade ein paar Elfenoffiziere aufdrängen. Julia, trainier mal ein bisschen. Ja, Julia lasse ich jetzt immer reden, so in der Pause, damit sie mal ihre Fähigkeiten auch trainieren kann. So, das war jetzt nicht so erfolgreich. Die 50 Erfahrungspunkte hat sie auf jeden Fall sicher. Die Zauber müssen wir nochmal einstellen. Gesang. Sumpf. Und du machst uns ein Feuerwerk und go. Er hat bei Flausch ein bisschen geziebt, aber das überlebt er. Er ist schon lang nicht mehr gestorben. Flausch! Lass das mit dem Sterben, bitte. Die Stimmung ist eh schon ein bisschen mies. Ja, den Trichpflege kannst du behalten. Ein Spruchbuch. Ja, die kann man auch beim Händler kaufen. Kannst du behalten. Unbekannter Drang. Ist das rein zufälligerweise Weihwasser? Streithammer kann hier bleiben. Mutikanus, kümmere dich mal bitte um Flausch. Na, Julia kann jetzt auch schwere Wunden heilen als Zauber. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen früher in die Pause. Ich gehe nochmal zurück ins Dorf. Regel nochmal alles, guck, dass CS war, glaube ich, kurz vorm Aufstieg, dass der noch seinen nächsten Level bekommt. Und dann, ja, gehen wir zu den Drachendienern, denke ich mal. Wenn ich es mir nicht anders überlege. Also, bis gleich.